Jo, was geht ab, verdammte Scheiße? Hier ist Lugardi, aka Kollege der Boss. Scherz, ey, es ist einfach nur Lugardi und ich bin hier heute bei 16 Bars bei Inked Up. Let's get it. Mein erstes Tattoo ist auf meinem Fuß in Farbe, ein Anker mit dem Schriftzug. Also auf dem Anker ist ein Herz und dann eine Banderole dazu. Und da drauf steht CCAA. Und das steht für Köln. Also so hieß Köln früher. Das ist die Abkürzung davon. Der Grund, warum ich es auf den Fuß gemacht habe, erstens, damit mein damaliger Chef das nicht sieht und natürlich meine Eltern. Aber den habe ich dann auch nach einer Woche oder so gezeigt. Es war auch nach meinem 18. Geburtstag. Ich habe auf jeden Fall so aus Respekt vor meinen Eltern, meinte ich, ich mache safe, nicht bevor ich 18 bin. Habe dann natürlich aber oft auch mit dem Gedanken davor gespielt, aber zum Glück gab es nicht so wirklich Leute in meinem Umfeld, die tätowieren oder Sachen haben zum Tätowieren oder so. Ich glaube, so das erste Mal wollte ich das haben, locker mit 5, 6 Jahren. So. Also wo es diese Klebetattoos früher gab, da bin ich auch immer hart drauf ausgerastet auf jeden Fall. Und ja, da wusste ich schon, eines Tages mache ich das safe und dann immer in der Schule mit Kollegen geredet, so irgendwann machen wir das zusammen und so. Ich wollte mir hier mit einem Bro, meinem Manager, Shoutout an der Stelle, Bruder, hier so LA hin tätowieren lassen, diese LA-Zeichen von Dodgers. Aber zum Glück haben wir das nicht gemacht, weil das wäre wirklich massiv dumm gewesen. Aber ja. Also erstmal war ich so auf diesem, ja okay, ich mache nur große Projekte und so. Natürlich als Kölner auch dann direkt, erste Idee war der Kölner Dom und dann, den habe ich mir dann aufs Schienbein geklatscht. Und ich wollte eigentlich so weitermachen mit so großen Tattoos und so. Ich weiß noch, wie ich zu diesem Tätowierer meinte, so ja, ich werde niemals so kleine an verschiedenste Stellen machen und so. Und ja, jetzt ist halt komplett das Gegenteil passiert und ich habe überall kleine Tattoos, weil, ja, keine Ahnung, mir dann doch nicht dieser ich mache alles als ein Projekt-Style so zugesagt hat irgendwie. Der einzige rote Faden ist, dass dieser Arm von einer Person gemacht wird. Aber also die Tattoos, die auf diesem Arm sind, die haben jetzt nicht den krassen Zusammenhang oder so. Oder also sehen jetzt nicht genau gleich aus oder so. Also da bin ich eigentlich komplett weit von entfernt. So roter Faden bei Tattoos wie bei allem einfach nicht gegeben. Natürlich erstmal fettes Shoutout an Trap House Tattoos Köln und Hamburg, wo ich auch selber arbeiten durfte in meiner Mini-Tätowierer-Karriere. Ja, da sind alle meine Bros, die mich tätowiert haben oder waren da zumindest. Ja, Mann, aber ich gehe da regelmäßig hin. Ich bin also auf jeden Fall dickes Shoutout. Ich bin sehr zufrieden mit eurer Arbeit, liebes Trap House Tattoo Cologne City. Unter anderem Shoutouts an 90s Boris, der wie gesagt diesen Arm macht. Und ja, alle anderen, die da am Start sind, zwar ICGT, Matt, ihr seid meine Brüder, Gang. Ja, safe. Also ich habe mich irgendwann mal so, als ein Kollege bei mir zu Hause mich so Stick and Poke irgendwo hierhin oder hier was gemacht hat, dann meinte ich so, ja, lass mich auch mal ausprobieren. Und dann habe ich mir so ein Spinnennetz aufs Bein gemacht und so eine Mauer und ja, keine Ahnung, danach habe ich mich ab und zu mal wieder selber tätowiert, aber also das macht voll Bock und so, ist weniger schmerzhaft und so weiter, aber keine Ahnung. Ich will lieber meine Sachen auf die Haut von anderen bringen und andere sollen ihre Kunst auf meiner Haut verewigen, so. Ich habe nein, auf jeden Fall einmal auch, ich glaube am gleichen Tag, wo ich dieses hier auf mein Bein gemacht habe, habe ich nein, so ein Kinder der Küste, einfach Schriftzug, ich glaube ohne Vormalen, ohne alles, einfach so aufs Bein geklatscht. Und sonst habe ich ihm dann noch, boah, ich habe dem so eine Wolke auch Stick and Poke aufs Bein gemacht hinten. Also genau über den Fuß eigentlich. Und dann einmal, glaube ich, mit Maschine so einen abgebrochenen Schlüssel einfach. Ja, Mann. Größtes Highlight dieses Jahr war auf jeden Fall Saves, also Splash. Haben wir uns seit Jahren gewünscht, so da aufzutreten. Der Wunsch ist endlich in Erfüllung gegangen und ja, das war auf jeden Fall safe das Krasseste. Und dann noch viele, viele andere Momente, die einfach dieses Jahr richtig krank gemacht haben, wie du schon meintest, KIZ-Support.
die Typen sind geisteskranke Legenden für mich und so, ne? Deswegen schon auch sehr heftig, dass uns diese Chance gegeben wurde. Und ja, einfach ein stabiles, rundes Jahr, wenn es auch nicht natürlich immer bergauf ging, aber so ist das halt, ne? Ja, ja, also ich war mieser KIZ-Fan auf jeden Fall. Ich habe so, keine Ahnung, ich bin ja noch jung, deswegen erste CD, die ich von denen gekauft habe, war dann Hahnenkampf. Ja, das, also, keine Ahnung, ich habe die rauf und runter gepumpt, die sind Legenden auf jeden Fall. Alter, ja, Mann. Krasse Frage. Erstens kurz, macht Fanfictions, Mann, ich kenne immer noch keine. Falls es welche gibt, dann schickt die mir, damit ich die kennenlernen kann. Boah, ich habe vor ein paar Tagen, haben wir auf jeden Fall eins zugeschickt bekommen, das war komplett geisteskrank. Wirklich, keine Ahnung, wie viele Shoutouts, aber unendlich viele Shoutouts an dich auf jeden Fall. Die hat, also es ist ein Mädchen und sie hat hier so diesen Lugardio 9 Schriftzug, den ich irgendwann so vor ein paar Jahren mal gemacht habe. Einfach komplett über den Bauch, also so über den Bauchnabel, aber schon auf jeden Fall so groß draufgeknallt und ich sag ehrlich, Legenden. Also dann gab es auf jeden Fall dieses Jahr noch den einen oder anderen, der so bei der Tour meinte, ja ey, ich lasse mir das Autogramm nachtätowieren und so. Und auch Leute, die uns das danach geschickt haben und so. Aber der erste Motherfucker, die größte Legende, Alter, der so ein Tattoo mit uns, also mit Bezug von uns so hatte, war irgend so ein, keine Ahnung, so ein Typ vor 4 Jahren oder 3 Jahren, der so eine CD, nicht CD, so eine Kassette tätowiert hat und da steht so Lugardio 9 drauf. Richtiger Legenden-Ehrenmann für immer, Alter. Alter, es gibt einen, der hat mein Gesicht tätowiert, fällt mir gerade ein. Scheiße, Mann, der ist ja der krasseste, Alter. Der hat auf jeden Fall einfach so ein Porträt von mir und das ist auf jeden Fall übertrieben heftig. Shoutout. Normal erzählt jedes Tattoo eine Geschichte, bei manchen Leuten erzählt es eine Geschichte so aus der Vergangenheit. Bei mir ist einfach eigentlich eher so eine Momentaufnahme, dass ich mir in dem Moment dachte, oder lass einfach das machen und ja, das finde ich lustig. Und weißt du, so gehe ich eher meine Tattoos an, als das so durchzuplanen, bis ich dann 40 bin und keine Tattoos habe oder so. Und dann einfach mir einen Löwen tätowiere oder so eine Scheiße. Ich glaube, also keine Ahnung, ohne ein ACAB-Tattoo wäre mein Körper nicht vollständig so. Und ich habe auch mehrere, die so ein bisschen darauf hindeuten, dass es gegen Polizei ist und so weiter. Und ja, ich finde auf jeden Fall, dass man linksradikal verschiedenst auslegen kann. Keine Ahnung, manche Leute denken, das ist vielleicht der Klimaaktivist, der irgendwelche Suppen auf Bilder malt, wirft oder so. Aber ich sehe linksradikal einfach als jemand, der Nazis hasst und seinen Ort, wo er herkommt, gegen Nazis verteidigt und Leuten hilft, die von Nazis abgefuckt werden oder irgendwelche Probleme mit solchen Leuten haben oder keine Ahnung, Alter, genauso zählt für mich dazu, dann den Konzern Red Bull nicht zu unterstützen, weil die, keine Ahnung, weil der alte Chef von denen kompletter Nazi ist, so rechts Gedankengut nach außen getragen hat. Er ist, ja, rest einfach, nicht in peace. Und ja, keine Ahnung, das gehört alles für mich dazu, so, ne? Das sind Sachen, die, wo ich mir denke, das sind Sachen, die andere Leute bei mir als so links ansehen oder so, aber im Endeffekt einfach ganz selbstverständliche Sachen auch für mich sind, so, ne? Keine Ahnung, Nazis hassen ist doch ein normales Ding, so, weißt du? Ich weiß nicht, was der genaue Sinn dahinter war oder so, ich war einfach so, keine Ahnung, ich tätowiere mir was ich übertrieben nice finde und gern mag und weißt du, so wie alle anderen Tattoos, weißt du, ist ja alles immer so Sachen, die man präferiert und warum schmunzelst du so, Bruder? nee, auf jeden Fall, keine Ahnung, das war einfach auch so eine lustige Idee und natürlich, keine Ahnung, Shoutout an alle Frauen, ihr seid die Besten. Kommt krass drauf an, wo man ist und natürlich zu welcher Jahreszeit, ne? Also jetzt gerade, wenn ich so rausgehe, dann sieht man ja nur Handtattoos. Da kommt dann ab und zu mal was, aber eigentlich gar nicht so oft.
Ich habe nur oft die Situation, dass so alte kölsche Omas voll lang bei mir stehen bleiben und mich so mustern und dann so mein Bein angucken. Und entweder die gehen dann vorbei und sagen halt gar nichts, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass sie sich den Dom angeguckt haben. Oder letztens meinte eine, ja, der Mutter nach der Tönnis und Schell dann Nebbe und so. Dann meinte ich auch so, ja, mach ich irgendwann, weil die, keine Ahnung, diese alten Leute sind auf jeden Fall krasse Legenden so. Und eigentlich müsste man das machen. Tönnis und Schell sind auch Legenden aus Köln. Googelt die, wenn ihr die nicht kennt. Ich habe mir vor kurzem ein Anime-related Tattoo stechen lassen. Ich denke mal, ich habe noch ein, zwei andere. Hier kann man eins auf jeden Fall sehen. Hier ist ein Anime-Tattoo. Das ist von Demon Slayer. Das hier zum Beispiel ist ein Lied von Suicide Boys. Ich stehe hier wie diese hässlichen Wichser, Alter. Sheesh. Ja, Mann. FTP ist auch irgendwie Suicide Boys related. Das hier ist ein ganz klarer Shoutout an Roland TR808, den Rhythm Composer. Ne, das der kleine Kasten, aus dem die Magie kommt. Also es ist schon viel, keine Ahnung, Werbung, Alter, ja. Ja, genau, hier ist eine Geldzählmaschine, die druckt Scheine mit CC drauf. Einfach so. Hier, das ist die Severinstorburg. Das ist so 50 Meter von da, wo ich geboren bin. Hier ist mein Geburtsjahr. Ja, Mann. Hier ist der Anfangsbuchstabe von meinem Nachnamen. Aber mehr sage ich dazu nicht. Das habe ich mir auch selber tätowiert. Das hat mir Emin tätowiert. Shoutout. Das hat meine Freundin tätowiert. Shoutout. Bonsai Tats. Lasst euch alle von Bonsai Tats tätowieren. Tats. Keine Ahnung, warum ich das so komisch gesagt habe. Hier, KDK, habe ich mir auch selber gemacht. Da haben mir schon viele Leute gesagt, das sieht aus wie Dings von KMN, diese. Aber ich habe nachgeguckt, die haben das hier. Und ich habe hier, das sieht ganz anders aus. Aber ja, irgendwie Finger sind mir noch zu frei auf jeden Fall. Aber ja, hier habe ich noch ein Anime-related Tattoo. Das sieht man aber wirklich gar nicht mehr. Das ist einfach Handinnenfläche geht immer mies raus. Aber wer das kennt, hat es vielleicht erkannt. Aber es ist wirklich schwer zu erkennen. Das hier der Reebok Classic, der Schuh, mit dem wir groß geworden sind, so mit dem wir, keine Ahnung, alles erlebt haben, der immer universell und am Start war, entweder in Schwarz oder in Weiß, manchmal sogar mit der beigen Gummisohle. Für Hallen, Occasions und ja, deswegen habe ich den tätowiert. Shoutout an Reebok auf jeden Fall. Auf jeden Fall Künstler, die, keine Ahnung, zu der Zeit, wo ich auch angefangen habe, mich wirklich viel so zu tätowieren und so, mir sehr viel Kraft gegeben haben auch und sehr viel mein Leben bereichert haben, würde ich sagen. Und das ist auf jeden Fall ein Track, der mir so, keine Ahnung, der mir auf jeden Fall viel gibt, so, der richtig krass für mich ist und deswegen, ja, Mann. Und die Message des Wortlauts oder des Satzes selber ist auch einfach nice, finde ich. New Chains, same Shackles, also neue Ketten, alte Fesseln, so. Und ja, das passt natürlich zu meinem Leben, ne? Ich habe noch so andere Hip-Hop-related Sachen auf jeden Fall. So Gucci Mane, auf jeden Fall so ein Eis auf dem Bein, aber halt, also das, was er, nicht genau das, was er im Gesicht hat, sondern einfach ein Eis und daneben steht Brr und keine Ahnung, so, hat nur so eine Mini-Relation, aber auf jeden Fall Shoutout. Ich weiß gar nicht so viel über den Dreh, aber alle, also keine Ahnung, alle sind immer krass entsetzt, deswegen finde ich es auch immer lustig, ein bisschen so zu sagen, dass ich mies auf Kendrick Lamar scheiße, so, aber er hat auf jeden Fall gut gemacht mit diesem Silent Hill Track dieses Jahr. Der hat, also, keine Ahnung, Bro, am Ende des Tages hat er ja auch eine coole Stimme, macht super gute Musik, so, hat kranke Technik und so, ne? Aber ist einfach nicht das, was ich mir so on the daily anhöre, einfach, weißt du? Aber ist immer lustig, weil alle völlig
geschockt sind, wenn ich sage, scheiß Kendrick oder scheiß Kanye, Alter. Darf man ja endlich sagen, Junge, Alter. Alle immer rumgeheult, Junge. Scheiße, dieser verfickte Lappen, Alter. Also 808s und Heartbreaks und so, safe. Oder wie das heißt, heißt so, ja, ne? So, und da zu der Zeit konnte man ihm ja auch noch nichts so ankreiden im negativen Sinne. Aber, also, war jetzt nie so irgendwie mein Lieblingskünstler oder jemanden, den ich so in diese Ecke überhaupt drängen würde. Alle sagen ja immer, der hat so viele Leute entdeckt und der hat so diese Musik nach groß gemacht und so. Aber das ist auf jeden Fall kompletter Schrott. Das war T-Pain, Alter. Deswegen gibt T-Pain seinen gebührenden Respekt und scheiß auf Kanye West, diesen antisemitischen Lappen, Alter. Nee, ich hasse das Gefühl, tätowiert zu werden, weil, keine Ahnung. Also ich verstehe das nicht, wie Leute das geil finden oder wie Leute sagen, das ist so nice oder so. Ich hatte jetzt, keine Ahnung, vorgestern halt, habe ich mir in die Kniekehle tätowieren lassen. Ich hatte mies Angst davor. Und dann war es halt doch nicht so schlimm, obwohl es mit 18er Round Shader war und so, alles komplett fett und asozial und so. Ja, das ist eine Gartenschere, die so Finger abgeschnitten hat. Auf so Snitch-mäßige, weißt du? Also, ich mag den Schmerz eigentlich all over gar nicht, nirgends. Aber es gibt auf jeden Fall Stellen, die akzeptabler sind als andere so. An mir sind auf jeden Fall schon Leute umgekippt, so. Also die ich tätowiert habe. Es war der erste Tag, wo ich im Trap House tätowieren durfte. Sonst habe ich zu Hause tätowiert. Und da ist der Bré, also ein Bré, den ich auch tätowiert habe. Ich wusste halt nicht, dass ich ihm was unter die Füße legen muss, wenn ich seinen Oberschenkel tätowiere. Ich dachte, es reicht, wenn er einfach auf dem Ding sitzt. Aber die Durchblutung wird ja dann irgendwie, keine Ahnung, es kommt ja weniger Blut dann in die Beine, glaube ich. Und wenn man dann aufsteht, dann zirkuliert das Blut auf einmal wieder zu viel und dann ist der Bré halt in Ohnmacht gefallen auf jeden Fall. Aber ey, ja, Shoutout. Hat sich so ein fettes One-Piece-Logo aufs Bein tätowieren lassen. Aber ist immer noch treuer Kunde von Bonsai-Tats. Deswegen Shoutout an dich, Bruder. Danke, dass du manchmal leckere Hashi vorbeibringst. Du bist auf jeden Fall ein stabiler Mann. Und Leute sollen nicht denken, nur weil du einmal Ohnmacht gefallen bist, dass du nicht stabil bist, okay? Okay, jetzt habe ich mich ein wenig entkleidet, Leute. Ja, hier ist eine maskierte Frau. Hat keine Bedeutung. Ich weiß noch, es war ein Tag nach meinem Geburtstag. Nicht nach meinem 18., nach irgendeinem Geburtstag. Auf jeden Fall war ich geisteskrank verkatert und immer noch sehr angetrunken. Man sieht auf jeden Fall, viel ist da rausgegangen auch. Aber ja, ich überlege auch hier irgendwas einfach drüber zu klatschen. Das Problem ist halt dieses dunkle T-Shirt, wo man wirklich schwer covern kann. Aber hier habe ich ja auch schon ein bisschen drüber geblastet, hier auch. Ja, einfach so auf spontan. Nee, das hat natürlich kein Sternzeichen-Hintergrund. Das ist einfach ein Skorpion, weil das dann eigentlich in meinen Augen mit die abgefucktesten Tiere, die es gibt, Alter. Mit ihrem komischen Arsch-Move, Alter. Das ist schon geisteskrank und die sind halt todesgiftig, Alter. Sehen voll heftig aus und so. Ja, deswegen habe ich mir einen Skorpion bei Sekuro machen lassen. Genau wie das. Also meine beiden Hände sind von Sekuro. Aber hier ist noch ein bisschen leer. Das ist halt auch immer so ein Problem, wenn man tätowiert ist oder so viel tätowiert ist, dann sind so Mini-Lücken. Auch das hier, Alter, geht eigentlich gar nicht klar. Das also triggert mich hart. Ja, das ist Postleitzahl von uns. 50-3x9. Also 50-9x9 eigentlich, aber so, ne, wie ihr wisst. Und das habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit erst ausmalen lassen. Das war vorher einfach nur die Zahl. Und dann hat mein Brudi Error, den ich auch schon mal in Track erwähnt habe, so das einfach ausgemalt und jetzt sieht's geil aus auf jeden Fall. Der hat mir auch zum Beispiel den verrückten Typen hier gemacht und das hier und auch dieses krasse Gitter. Wie heißt es nochmal? Maschendrahtzaun. Und du hast ja eben gefragt wegen Anime-Tattoo. Hier ist Pochita von Chainsaw Man. Ja, und das hier genau. Ja, das sind wahrscheinlich meine drei Anime-Tattoos. Das hier, das und das hier oben. Top 3 Anime-Serien
sind, guckt auf jeden Fall Hajime no Ippo. Das ist ein sportlicher, ein Boxing-Anime, wenn ihr so auf diese Schiene gehen wollt. Dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Attack on Titan. Krass, auf jeden Fall. Aber ich will, also ich könnte jetzt schon wieder Tausende sagen. Und einen lustigen, entweder One Punch Man oder Mob Psycho 100. Aber eins von den beiden muss man sich auch geben, auf jeden Fall. Und sonst schreibt mir DMs. Ich sag euch meine Faves. Oder ich schicke euch meine My Anime List. Hier ist auch so, keine Ahnung, das kann man ja eigentlich gar nicht lesen, aber da steht, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube 0221666. Einfach. Auch Vorwahl und einfach 666. Also dann haben wir hier noch Ayran, das hat mir Too Broke for Fiji tätowiert. Das kann man auch in dem Video von uns sehen, das Lied heißt auch Ayran. Ich habe ihm das Wort Adana auf den Arm tätowiert und er hat mir das Wort Ayran tätowiert. Dann ist hier noch eine Biene, in den Flügeln sind kleine KDKs versteckt, das sieht man fast gar nicht, aber das ist auf jeden Fall sehr süß. Shoutout Bonsai. Bonsai Tats. Bonsai Tats, will ich die ganze Zeit sagen, wie komisch hört sich das an. Ja, genau, oben geht's weiter. Hier ist so ein kleiner Ganove, so ein, keine Ahnung, sieht aus wie so ein Italiener bisschen, finde ich. Dann ist hier ein toter Bulle mit einem Butterfly. Dann ist hier so ein NATO-Draht. Ja, natürlich, das ist auch noch ein Rap-Tattoo, das hast du ja eben gefragt. Also Paper Road Empire. Ist für Young Dolph, natürlich auch für Key Glock und so, aber es war natürlich nach Dolphs Tod. Ich wollte irgendwas so in die Richtung machen lassen. Ja Mann, ich glaube für den Rest ziehe ich T-Shirt aus, oder? Und hier ist auch noch so ein verfickter Samurai, also ein Ronin, ein abtrünniger Samurai. Dann ist hier nochmal so ein Maschendrahtzaun, hier ist ja auch einer, aber hier halt in so lückenfüllender. Und dann noch ein Koi, das sind die Koi Boys. Mit Fyodor Mattes, Shoutout. Also ich habe wirklich super wenig Farbe. Ich habe ein rotes Tattoo. Aus Langeweile auch mir selber gemacht. Und sonst nur das auf dem Fuß. Also das sind die einzigen. Und in so ein, zwei Tattoos ist ein bisschen weiß für so Highlights, aber das sieht man halt immer nicht. Das geht komplett unter auf jeden Fall. Also es gab auf jeden Fall sehr lange Zeit auf diesem Oberkörper nur dieses MKS. Ich glaube danach kam das dazu. Dann irgendwann spontan das von Kaiman aus der Schweiz, Shoutout auch. War auch in Köln zu Besuch und wir hätten uns fast auf Frauenfeld wieder getroffen, aber dann leider doch nicht, weil ich zu vercheckt bin, es tut mir leid. Aber ja, der Sarg, den habe ich von Error Tattoos auch. Ich weiß gar nicht, ob der sich Error-Tattoos nennt oder Error 040 oder so. 404, meine ich. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der übelste Lebensverneiner oder so, ne? Aber irgendwie, ich habe keine Ahnung, warum habe ich irgendwie, vor allem bei meinen Tattoos, komplett die Teufels-Connection voll oft so. Auch diese 666 hier und so, keine Ahnung, so ein, so, ich weiß nicht, Totenköpfe sind halt so eine Sache, ne? Tattoos und Totenköpfe gehören schon, glaube ich, sehr lange schon krass zusammen auch. Aber ja, keine Ahnung, der, ich weiß nicht, was er repräsentiert, aber den Tod halt, ne? Und weiß nicht. Aber für mich persönlich ist es jetzt nicht so, ich musste da irgendwas verarbeiten oder so, sondern einfach, keine Ahnung, ich fick damit. Ja, der skatet nicht, der ist einfach nur da, aber dazu gibt es auf jeden Fall auch eine lustige Geschichte. Und zwar, Shoutout an meinen Bruder Matt Tetz. Ich küsse wirklich dein Herz, 1000 Mal. Wir haben ein Video geguckt und der Bre ist halt so BMX-Fahrer, so im Skater-Milieu unterwegs in Mölln. Der rasiert da alles, der krasseste Skater von ganz Mölln. Der krasseste BMX-Fahrer, sorry, nicht Skater, Alter. Aber wahrscheinlich auch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es ein Video von so einem krass berühmten Skate-Typen und das heißt Shrimp Blunt. Und da passiert so, dass dieser Typ ein Blunt raucht und sich Shrimps in der Pfanne macht und dann fällt der Blunt in die Shrimps rein, aber er ist halt noch voll lang
Und dann will er ihn halt weiter rauchen natürlich, ne? Und dann holt er ihn raus und mustert den so und so. Und dann raucht er den doch weiter. Und dann, keine Ahnung, kriegt er halt so eine Shrimp-Psychose, Alter. Und ist dann auf einmal, ist dann dieses Skate-Video. Und ja, wir waren einfach völlig bemümmelt zu Hause und meinten, ja, lass einfach morgen das. Oder nee, ich glaube, das war noch nicht mal die Idee, sondern wir haben es einfach geguckt. Und dann am nächsten Tag meinte der dann so, ja, soll ich dir nicht einfach Shrimp-Blunt tätowieren und so. Und dann meinte ich, ja, eigentlich so eine Garnele schon geil so. Und dann war einfach auf spontan noch daneben, obwohl ich, keine Ahnung, 15 Jahre nicht auf dem Skateboard stand. Die Message daneben musste dann sein, Skate or die, Bruder. Auf jeden Fall Skate or die an alle meine Ollies und Kickflips, Alter. Das ist, wie man eventuell erkennt, ist auch von Too Broke for Fiji, wurde mir das tätowiert. Und das ist Corey Taylor von Slipknot. Also hier sieht man auch ein C und hier ein T. Und in der Mitte ist halt diese eklige Corey Taylor Maske. Also man kann den ja auch mal kurz googeln oder ihr könnt den auch einblenden. Ich weiß nicht, ne, irgendwie, ob das legal ist oder nicht. Immer, also ich habe es früher immer viel gehört und so. Und ja, ich, also höre es immer noch auf jeden Fall, aber nicht mehr so krass viel, aber auf jeden Fall immer noch. Rücken ist komplett leer, aber mein Rücken wird bald gemacht, hoffentlich. Es gibt keine Vision, ich weiß nur, wer es machen wird. Und deswegen, ja, er wird wahrscheinlich sehr viel Freiheit haben, weil ich bin ja jemand, der sich da nicht so viel Gedanken immer macht, so was er sich tätowieren lässt und so. Sondern ich gebe das auch gerne an den Tätowierer ab und sage dem, ey, was denkst du, was hier geil passt und so. Oder ich meinte auch zu Error, mach mir einen Sarg und sag du wohin, so, weil, keine Ahnung. Das scheint mir einfach auch gut, weil so Tätowierer einfach ein gutes Auge dafür haben, wo was geil aussieht und so weiter, weißt du? Da könnte ich natürlich ganz plump sein und wie mein Bruder Nein irgendwie den Dom oder, also weißt du, so ein Stadtbild, was wirklich viele Leute haben, was ich gar nicht scheiße finde, aber ist halt weit verbreitet so. Aber ich habe wirklich keine Vision, was auf den Rücken kommen könnte. Aber ich weiß nur, es muss passieren, weil ich bin der Einzige auf der Bühne ohne Backpiece im Sommer immer. Und das sieht ja aus, als wäre ich so der Untätowierte von uns. Aber ich habe die Scheiße angefangen, Mann. Gar die nicht von hinten fotografieren. Ja, geht klar, aber also ist nicht interessant, da sind nur Haare und so. Ja, also Karneval ist nice. Ich, also hab's immer geliebt so, aber es wird immer wacker so, keine Ahnung, es macht nicht mehr so wirklich viel Bock. Also da verändert sich sehr viel und wird alles nur noch plump und keine Ahnung, Leute machen Techno-Partys anstatt Karnevals-Partys und so. Ist einfach, die Magic ist nicht mehr da und deswegen, boah, einmal waren wir mit 15 Jungs Peaky Blinders, das war richtig krass. Das sah auf jeden Fall super aus. Und ansonsten habe ich lange Jahre immer diese ganz normalen Tierkostüme geholt. Beziehungsweise ich hatte eins und das dann immer rausgeholt. Das war so ein Tigerkostüm einfach. Ja, hat immer gepasst. War top. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ist es. Aber halt natürlich auch wiederum nicht, ne? Und Tabus brechen, ne, gehört ja auch dazu im Leben eines Rappers. Aber nee, Gesicht und Kopf, also Kopf denke ich eher drüber nach als Gesicht auf jeden Fall. Weil ich finde Gesichts auch wirklich, damit kannst du es halt echt verkacken, so, ne? Manche Leute sehen aus wie hingekackt und hingeschissen, Alter, nur wegen Gesichtstattoo so. Aber bei manchen ist es halt auch einfach classy und sieht cool aus so. Und ich weiß nicht, ich glaube, da ist es auf jeden Fall schwer, den Mittelweg zu finden. Und deswegen, keine Ahnung, also Gesicht lasse ich, glaube ich, wahrscheinlich lasse ich mein Leben lang, aber Kopf werde ich irgendwann mal angehen. So, ich lasse mir einfach so eine richtig geile Frisur tätowieren, damit ich wieder Haare habe, Alter. Naja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall schon ein paar Sachen, die mich so inspiriert haben für sowas, gesehen. Aber, also,
Eine wirkliche Vorstellung habe ich jetzt nicht so auf den Kopf. Ich ziehe mein T-Shirt wieder an, okay. Da ist dieses Eis, ne, wie du siehst. Das ist der. Dieser Michael Myers oder so ein Scheiß. Oder. Ne, Texas Chainsaw Massacre ist das. Und da steht eigentlich hier Killer der Küste drin, aber das sieht man wirklich so gut wie gar nicht mehr. Das hier habe ich mir gemacht, als ich aufgehört habe zu rauchen. Auch richtig peinlich, Alter, aber egal. Das hier war mein drittes, glaube ich. Und da steht, if I rule the flat world, einfach nur, weil wir mit so, weil ich mit einem Kollegen, der mich da tätowiert hat, einfach auf diesem Witz so waren, dieses so, ja, warum, wenn die Erde rund ist, warum sind Sachen dann gerade und nicht so und keine Ahnung, weißt du? Wie sollen wir zum Arzt gehen, Dicker? Kyrie auch, ist so, Alter. Ja, hier, das hier ist Mad Ted, mein Bruder. Ich bin auch auf seinem Bein drauf. Das hier ist Graf Dracula, aka Vlad Tepes. Das ist von Felix87, Shoutout. Das ist einfach mein, ich glaube, erstes oder zweites Tattoo von dem gleichnamigen Bre RA404, der auch hier die Sachen gemacht hat. Und der hatte damals so eine Aktion, Tattoos für 6,66 Euro zu verkaufen. Und ja, super Preis auf jeden Fall. Da habe ich zugeschlagen. Man konnte auch Thaddäus mit Penisnase machen, aber da war ich nicht bereit für. Da steht von Nix könnt Nix. Das ist ein kölscher Spruch. Daneben ist auch ein Kölschglas. Ja, von Nix könnt Nix. Von Nix kommt Nix, ne? Das ist klar. Working Class Tattoo. Wir waren auf jeden Fall immer auch mit Freunden oft auf Blackfish Konzerten auf jeden Fall und haben da mitgegrölt. Also ist schon, ich bin schon auf jeden Fall sehr stadtverbunden so, safe. Ah, geil. Das macht ja mega Spaß und ist voll einfach und ja, safe auf der Hand ist natürlich die 24 für Kobe. Ich habe auch noch ein Kobe-Tattoo, das ist hier, das habe ich mir aber selber gemacht und sieht übelst scheiße aus. Das kann man eigentlich nicht zeigen, also das ist eine Beleidigung. Ja, und sonst sportliche, andere sportliche Referenzen weiß ich gar nicht. Hier ist der Dom. Darunter steht, ich möchte zu Fuß nach Köln gehen. Das heißt, ich will zu Fuß nach Köln gehen und so ein altes Lied halt. Ja. Hier ist eine Moët-Flasche auf, ich weiß selber nicht warum, Alter, ist einfach da und ja, keine Ahnung. Hier ist ein Auge mit einem Herz, auch vom Bonsai, macht Termine bei Bonsai, Leute. Keine Ahnung, das da hinten ist irgend so eine Scheiße, Alter. Dann da drüber ist eine Maria, die einen Molotow-Cocktail hält und ein Feuerzeug. Keine Ahnung warum. Damit Leute sich auf diese christliche Kirche, die ich vorne tätowiert habe, nicht zu viel einbilden vielleicht. Also gläubig würde ich andere Leute bezeichnen. Aber, keine Ahnung, so ein bisschen denke ich irgendwo, ist es gut, dass es das gibt. Andererseits ist auf jeden Fall auch sehr unchillig, dass es das gibt. Aber den Leuten, denen das Kraft gibt, soll es weiterhin Kraft geben und die sollen sich da auf irgendwelche vor 2000 Jahren gestorbenen Bres was einbilden, Alter, ist doch cool. Das war auch tatsächlich von Error aus einer anderen lustigen Situation. Und zwar hatte der lange Zeit, oder hatte man bei ihm die Möglichkeit, dass man in so Kaugummi-Automaten so Flashes rauskriegt, also kleine Tattoos einfach. Und es hat 50 Euro gekostet, dann konnte man halt einmal drehen, dann hast du gekriegt, was du gekriegt hast. Es hieß auch, glaube ich, genau so, get what you get einfach. Ja, und da war manchmal dann ganz verrückter Scheiß dabei. Auch hier diese Mutter mit Schraube, die ich da habe, ist auch aus so einem Ding. Ja, das war ganz lustig auf jeden Fall und man konnte dann irgendwie so respinnen, aber es hat dann auch 25 Euro oder so gekostet, aber es ist halt schlau, ne?
Also das heißt get what you get und da kann man nicht zurückziehen natürlich. Ja, hier ist halt diese Pussy natürlich, ne? Baudot. Das ist ein Speedboat einfach. Auch einfach zum Tätowierer gesagt, Bro, mach worauf du Bock hast, so, ne? Das ist so entstanden. Ja, ich mach einmal jetzt Hose runter, glaube ich, und danach zeig ich noch Füße. Ich zeig Füße, Leute, bleibt dran, verdammte Scheiße. Lugardi zeigt seine Füße. Jetzt habe ich hier keine Hose mehr an. Ja, hier ist kriminelle Energie, das ist ein kaputter Kaugummiautomat. Das hier ist dieses, was ich mir selber gemacht habe. An diesem ersten Tag zusammen mit dem. Hier ist halt so ein ganz klassischer Bré. Ja, dann hier ist noch so ein Typ, der so seinen Hut zieht. Lovely Day sagt. Ist auch von Bonsai, Shoutout. Lass dich tätowieren von Bonsai. Dann haben wir hier. Achso, hier ist natürlich das, was ich mir vor 2 Tagen tätowieren lassen habe. Ja, ich habe ein FC Barcelona-Logo, einfach weil es die beste Mannschaft ist der Welt. Und ich bin der beste Typ der Welt, deswegen. Ja, es stimmt, Alter, hier ist noch ein mieslustiges eigentlich. Ja, Mann, und der ist mit meinem Gesicht. Also, das bin ich als Pudel. Mit so ganz vielen Tattoos halt. So, irgendwo steht da hier 808 für Trier. Dann irgendwo steht hier 9 drin, ich weiß aber gerade nicht wo. Ja, hier sind Weingläser, da steht auch irgendwas mit Fuck Cops oder so. Und dann da Fuck Cops also oder sowas. Ja, Barca-Logo. Rauke ist mein schlimmster Feind, aka Rucola. Das heißt ja eigentlich Rauke, aber irgendwie wurde es umgenannt, damit die Leute das essen. Ich hasse Rucola und ich finde es so ekelhaft. Da soll eigentlich auch noch ein Fuck Koriander-Tattoo hin. Aber kommt noch irgendwann. Ja, Mann, hier ist ein S500. In weiß soll der, das soll der darstellen. Wie der von 50 Cent. Also gleiches Baujahr und so. Alles wie aus diesem Film. Get Rich or Die Tryin'. Legende. Den habe ich auch nur deswegen tätowiert. Ich bin kein Autofanatiker oder so. Ich einfach, also, wenn ich ein Auto haben will, dann ist eigentlich das so. Ja, und dann habe ich hier noch so ein Krokodil, was mega kurze Arme hat und sagt, I just want a hug. Geht zu Bonsai, Leute. Hier steht Evil Ways. Oh ne, das hätte ich geheim halten sollen, egal. Leute erkennen es nicht, aber da steht Evil Ways. Das ist auch wieder eine Musikanspielung, beziehungsweise also ein Shoutout an einen Künstler, und zwar an DJ Smokey. Der geisteskranke Beats macht einfach und der hat so ein paar Tapes, die heißen Evil Ways 1, 2, 3, 4. Ach, der 1 kommt die 3, Leute. Haha, yeah. Und sonst, ich weiß nicht, was fehlt noch? Ja, das ist Peter und der Wolf. Das ist so ein altes Cover von Peter und der Wolf. Und das hat mir auch Mad Heads gestochen. Einfach nur, weil der aussieht, als wäre der übertrieben auf Crack. Also beide einfach. Keine Ahnung, sehr lustiges, süßes Motiv auf jeden Fall. Und ein Bré, der meinen Status beschreiben soll. Mein Dasein beschreiben soll. Ja, Mann. Und das ist auch von Bonsai Tats, also geht da sofort hin. Eigene Studio haben die, das Baba. Also das erste Tattoo, was ich hatte, ne? Jetzt warte doch mal, Mann. Hier ist ein Buddha. Der soll ich sein. Ich bin zwar kein Buddhist, aber Buddha ist auf jeden Fall ein stabiler Main. Satanismus, Buddhismus, katholisch, Dings, Vlad Tepes, alles. Yeah, ist halt so. Auf jeden Fall, also ich denke mal, das hat der ein oder andere schon mitbekommen, aber ich werde ein Tape mit Fjodor droppen. Der Bré, mit dem ich eigentlich fast jeden Tag chille und immer geile Musik mache, die ich im Moment sehr krass fühle. So alles ein bisschen auf dieser Detroit Flint Wave und so. Aber ja, auch einfach jetzt nicht irgendwie versucht, sich zu verstellen und einfach genau die Musik wie vorher. Und
Das kommt hoffentlich Anfang, Mitte des Jahres, würde ich sagen. Und wird alles auseinandernehmen. Und danach werden es alle auch genauso die gleiche Musik machen wollen. Alle kopieren. Von mir haben sie alle kopiert, ne? Hier, Shirin David mit ihren Memphis Beats da, ne? Naja. Anfang des Jahres kommt ein geisteskranker Track von Nein mit Dienst und Schulter. Das wird alles auseinandernehmen, auf jeden Fall. Wundervoller Track. Hat Charts Platz 1 Potenzial. Jetzt wirklich. Es ist einfach schön. Es ist einfach toll. Es ist ein tolles Lied. Und das wird, glaube ich, am 20.01. kommen. Und danach geht's ab. Und dann spielen wir wieder geile Festivals wie letztes Jahr. Und dann kommt noch eigene Ortssorte. Aber vielleicht irgendwann mal. Wartet ab. Wenn die Scheiße legal ist, dann wisst ihr gar nicht mehr, was abgeht.